Herzlich willkommen zum Rennen. Ich bin mal gespannt nach dem bitteren Qualifying, obwohl Platz 11 natürlich immer noch für ein K-Time unglaublich ist. Was geht hier im Rennen, Valencia? Ich habe vorher gesagt, überholen ist hier sehr, sehr schwierig. Und ich werde bei Facebook angeschrieben. Wer hat mich jetzt wieder genervt? Ah, okay. Alles klar. Starten, denke ich mal, mit der härteren Mischung und gehen dann nur nach auf die härtere Mischung und auf die weichere Mischung. Ja, und nun würde ich mal sagen, auf die Strecke, Freunde. Alles ist bereit. Auf geht's. Mal gucken, was geht, ne? Vettel vor Alonso und Webber. Ein dann Mercedes. Wir nur auf 11. Heike ganz hinten wieder. Nur wir kriegen den KTM zu seinen Bestleistungen. Wo geht die Reise hin? Kobayashi Massa vor uns. Guter Start. Aber jetzt hier. Ui! Das war der Perez, also da vorne fliegen Frontflügelteile. Alle sind hier ganz langsam. Und es ist eng, es ist eng. Button dreht sich direkt vor uns und wir kriegen eine Strafe, die unverdienter nicht hätte sein können. Oder? Gucken wir uns das um eine Wiederholung an. Ja, wir fahren innen gegen die Wand, da können wir dann auch nicht viel machen. Ach, fuck. Fuck. Da wollte ich die auch gar nicht haben, die Rückblende. Da. Na, jetzt haben wir alle Rückblenden auf jeden Fall mal verwendet. Und jetzt hier gegen Massa. Massa hat die bessere Beschleunigung. Können wir uns hier vielleicht innen reinsetzen? Und Massa ist raus. Fährt er in die Mauer. Aber wir haben ihn aber eigentlich genug Platz zum Überleben gelassen. Oh, und jetzt der Grosjean hinter uns. Platz 8 sind wir, Button ist 7 vor uns. Machen wir jetzt mal in die Tür zu. Okay, am Anfang des Rennens haben wir jetzt viel Zeit verloren. Ist die Frage, können wir überhaupt mithalten oder sind wir jetzt im Rennen deutlich schwächer, als es im Qualifying den Anschein hatte? Weil da hätten wir auf jeden Fall mehr als Platz 11 schaffen können. Wenn wir die Q1-Zeit wiederholen hätten können. Ja, letzter Sektor. Also jetzt alles ohne DRS im Rennen. Ich frage halt, wie viel hat das DRS gebracht im Rennen? Im Qualifying meine ich. Und wie viel Call. Oh ja, ja, jetzt bleibt der rechte Reifen mal ganz lange stehen, das ist gar nicht gut. Das ist halt die Frage, wie gut ist dann noch unsere Aerodynamik, dass sie das kompensieren kann, dass wir jetzt kein DRS haben. Trockenes Rennen, das verwundert mich hier in Valencia nicht. Ich glaube, es gab hier noch kein Regenrennen. Aber nimm mich da jetzt bitte nicht beim Wort. Weiß es auch nicht ganz genau. Das hier passt schon mal sehr gut. Aber der Grosjean, der bleibt bei uns im Getriebe, aber wir verlieren noch nicht ultra viel nach vorne. 4,34 sind es jetzt. Aber wir haben irgendwie ziemliches Untersteuern jetzt mit dem vollen Auto. Ich bin noch nicht so ganz an das volle Auto gewöhnt. Da hinten ist es auf jeden Fall eng. Aber wir sind im Rennspeed nicht vorne mit dabei. Und das auch nicht von der Topspeed. Jetzt hier gegen Grosjean. Jetzt innen ist. Jetzt sind wir innen. Und wir bleiben vor Grosjean. Das kostet natürlich jetzt dann Zeit.
Justell, okay, wir sind natürlich auch noch auf den harten Reifen. Das kann natürlich auch noch Zeit kosten, einfach. Dass sie hier langsamer sind. Als die Weichen. Okay, jetzt sind 7 Sekunden. Wir haben eben 3 Sekunden meinen Sektor verloren. Hier kann man einfach Vollgas durchfahren. Aber ist jetzt im letzten Sektor noch nicht einmal gelupft. Jetzt das erste Mal mit ein bisschen Bremse. Achtung, Unfall voraus. Jetzt ist wieder grün. Rosberg ist nur 3 Sekunden vor uns. Wann hatte der da wohl entweder einen Dreher oder was? Frage, hat er da vielleicht auch Schaden gezogen? Können wir ihn sogar noch kassieren? Okay, nach dem Kanada-Rennen erscheint Platz 8 wenig, aber das ist wieder unglaublich gut für den Gatorhim. Wieder unglaublich gute Punkte. Auch in Richtung WM gesehen. Top 10 Platz, da wäre mein Ziel. Jetzt dann doch mit einem Gatorhim. Das wird auf jeden Fall spannend, ob das geht. Aber ich glaube, der Rosberg hat da keinen Schaden genommen bei dem Dreher wahrscheinlich dann. Ah, der Grosjean hat natürlich DRS. Aber wir haben den stärkeren Bremsfuß, oder den besseren Bremsfuß. Der Grosjean, hoffentlich macht er keine dummen Sachen, ja. Kennen wir ja von ihm, dass er gerne mal ein bisschen zu temperamentvoll ist. Jetzt sehen wir mal, wie viel wir denn so verlieren, wenn wir nicht wirklich nur ändern. Jetzt sind es 5,2 auf Rosberg. Also mithalten mit der Spitze können wir nicht. Seht man auch hinter uns eine riesige Gruppe. Also wir halten wieder ganz schön viel auf. Aber ich habe gesagt, hier ist es sehr, sehr schwierig zu überholen. Fast unmöglich. Alonso jetzt mit einer 1,42,9, was wir vielleicht im Qualifying hätten fahren können. 1,47 von dir. Das sind 5 Sekunden. Das ist dann doch schon ein gravierender Unterschied. Wenn Kobayashi und nicht mehr Grosjean hinter uns ist. Also im ersten Sektor sind wir auf Augenhöhe, aber dann, wo es dann in den langsamen Kurven geht, da haben wir dann doch keine Chance mehr. Ach, vielleicht haben wir jetzt mal genug Vorsprung, dass der Kobayashi keinen DRS hat. Die Reifen halten auf jeden Fall sehr gut. Die sehen doch gut aus. Dafür, dass wir schon 4 Runden drauf haben. Ja, wohl 3, 3,5. Aber ich nehme mal, die 8 Runden sollten sie auf jeden Fall locker schaffen. Ah, nicht perfekt lang gekommen. Und jetzt die beiden sauber da hinter uns. Und da in der Schumacher, wenn ich das richtig sehe. Der in Q1 auch noch saustark war. Uiuiui, jetzt hier fast ein bisschen verbremst. Ihm bleibt jetzt auch der Reifen stehen. Das hat jetzt nicht viel gekostet. Jetzt hier die Kurvenkombinationen und die haben wir nicht erwischt. Oh, da sehr, sehr nah an der Mauer. Sehr, sehr riskant. Mit 1,42,859 und wir mit abkürzen wahrscheinlich, oder nicht? Nein. Doch. Und gleich. Wollen wir abkürzen. 1,48,1 von mir. In der Runde jetzt hier, aber natürlich keine Chance, irgendwie vorne mitzuhalten. Okay, wir fahren hart, aber so viel werden sie dann auch nicht kosten. Das liegt wohl eher wirklich an dem schwächeren Motor und eine schlechte Aerodynamik und jetzt haben wir einen Riesenfehler gemacht und das kostet Frontflügel und das kostet uns Platz 8. Vielleicht sogar noch mehr dann mit dem Boxenstopp und so. Das war jetzt natürlich überhaupt nicht gut.
auch als Perez, Schumacher und alle hinter uns auch DRS haben. Wir haben auch mal in der Mitte der Strecke gefahren, jetzt kommt der Schumacher. Eieiei. Er lässt uns aber keinen Platz, der Schumacher. Aber wir können jetzt vielleicht unsererseits kontern. Eieiei, und hier verbremse ich mich leicht. Wir kriegen kein DRS. Ah, Windschatten können wir auf jeden Fall mitnehmen. Du musst an ihm vorbei. Du bist viel schneller in Sektor 1. Wir haben auch nur in Sektor 1. In den letzten Sektoren nimmt er mir wahrscheinlich 2 Sekunden ab. Nur noch 10. Obwohl die ist nur noch natürlich auch ziemlich komisch klingt. Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Oi. Und Fehler gehen weiter. Sehr, sehr viele Fehler jetzt. Das war wie der Reifen stehen geblieben. Och nee, jetzt. Jetzt läuft's gar nicht mehr! Ja, das sind in der nächsten Position, die wir so verlieren. So, jetzt sind wir sogar in der Kurve-Line. Ja, ein Teamkollegen. Jetzt läuft's echt gar nicht mehr. Rund. Damit hat sie das Punkten und hier erledigt. Immerhin haben wir jetzt mal eine DRS-Freigabe, aber Alter, selbst der Kurve-Line zieht uns ja weg. Obergaden, das ist ja unglaublich. Also Topspeed haben wir mal gleich 0. Jetzt verbremsen wir uns hier auch noch. Muss ich so abkürzen. So, und er steuert jetzt noch mehr mit dem kaputten Frontflügel. DRS kriege ich auch nicht nochmal. Ja, ein Rennen bis jetzt zum Vergessen. Wurde in den letzten Runden geworden. Und hier auch wieder untersteuern, das geht gar nicht. Jetzt ist der Grosjean wieder hinter uns. Er hat wohl die Hammer weggedreht, wenn er jetzt hier so weit hin ist. Er müsste natürlich freuen jetzt wieder. Hier sehen wir noch die Bremsspuren vom letzten Runde. Das sollten wir nicht noch einmal machen. Dann kriegen wir nämlich auf die Fresse. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir es schaffen, uns ein bisschen nach vorne zu fahren. Das ist ein bisschen Fettgemisch. Ricciardo jetzt hinter uns. Auch noch nicht an der Box war. Das mit dem Frontflügel, das ist echt eklig jetzt zu fahren. Ich habe sehr, sehr viel untersteuern. Oh, das schiebt sehr, sehr viel über die Vorderachse. Hatte ich auch jetzt wenig Grip auf der Vorderachse, dadurch, dass da jetzt ein Teil fehlt. Und das ist dann natürlich sehr blöd. Nee, ich bleib da, wo ich bin. Gut, die andere Plätze. Und hier, die Kurve war jetzt, glaube ich, das erste Mal dieses Wochenende vernünftig erwischt. Na, es lief alles so gut, bis ich das zweite Qualifying-Segment ein bisschen zu viel gepokert habe. Und dann kam es in ihrem Rennen zu einigen Fehlern, die mich viel Zeit gekostet haben. Viele, viele Positionen, also Platz 8 auf Platz 15 zurückgefallen. Das ist dann doch schon hart. Oh ja, da bleibt der rechte Reifen, also der leidet hier ziemlich. Ricciardo bleibt auch nochmal eine Runde draußen. In dem Rosberg waren wir mal bis auf 3 Sekunden dran.
Ja, wir müssen eigentlich persönliche Bestzeiten jetzt raushauen. Wenn wir eine Chance haben, X jetzt durch die Boxenstops Fahrerposition gut zu machen. Wir haben natürlich dann noch ein. Wir haben natürlich noch das Problem, dass wir auch noch den Frontflügel gewechselt bekommen. Was einerseits gut ist, aber andererseits auch wieder Zeit kosten wird. Ich mache nichts Unfaires, ich fahre nur meine Linie. Und ich finde, das ist nicht unfair, was ich mache. Aber gut, das finden trotzdem bestimmt wieder einige und kommen dann wieder an und heulen rum. Du fährst falsch, unfair. Du verteidigst dich viel zu stark. Was soll ich denn machen? Ich fahre im Cage da, ich bin unterlegen wie sonst was. Ich muss mich verteidigen, ja. Mir bleibt gar nichts anderes zu über. Manchmal muss es auch vielleicht einen kleinen Ticken unfair sein, aber so ist halt auch Formel 1, ja. Die großen Weltmeister sind auch nicht immer fair gefahren. Schumacher, Senna, Prost, sind nie alle fair gefahren. Könnt ihr mir nicht sagen. Nenn mir einen richtig erfolgreichen Formel 1 Fahrer, der immer fair gefahren ist, ja. Gibt es nicht. So, Boxenstopp. Jetzt haut mal was raus, Jungs. Macht schnell. Macht ja schnell. 3, 4, 5, 6. Hinter wem kommen wir raus? Hinter Ricciardo. Siebzehnter. Wow! Wir quälen die Reifen direkt mal. Im Duell mit Ricciardo. Wieder vor Grosjean rausgekommen. Du liegst zwei Plätze hinter Heiki. Das versuchen wir doch mal direkt zu ändern. Das wäre das erste Rennen, was ich hinter Heiki landen würde. Natürlich schon bitter. Eine bittere Pille wäre das. Erstmal müssen wir an Wern vorbei. Der ist nämlich zwischen uns. Boah. Wieder untersteuern. Die Reifen sind noch nicht auf Temperatur und ich verliere meinen Frontflügel. Schieße noch Grosjean mit ab und noch andere. Und jetzt ist das Rennen komplett im Arsch. Du bist nur vier Plätze hinter Heiki. Ja, wunderbar, 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 wunderbar. Denk an deinen Boxenstopp. Jetzt fährt der nächste an mir den Frontflügel kaputt. Ich meine, was anderes als ganz offen zu fahren kann ich auch nicht machen. Jetzt haben wir halt Angst. Oh! Jetzt zerstören wir uns auch den Reifen. So, und dann sind wir direkt wieder beim Service. Genau wie der Ricciardo. Schon mal eine zweite neue Nase dieses Wochenende. Neue Reifen kriegen wir auch drauf. Die schon ein bisschen angefahren sind, natürlich. Ah, 21. Mensch, Mensch. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Alles klar. Also damit haben wir dann unser schlechtestes Rennen auch mal erlebt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich diese Strecke hasse. Damit sind wir jetzt 42,4. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm, geht gar nicht. Was meinst du, was ich mache? Ricciardo wird mich jetzt auch hassen. Wie einige andere Fahrer schon im Fahrerfeld.
Naja, naja, naja. Ich bin ja noch in der Lernphase. Das ist jetzt auch erstmal ein 8. Rennen, aber es hat mich gewundert, dass ich gar keine Strafe gekriegt habe. Also ich hätte mir dafür eine Strafe gegeben. Obwohl natürlich, wenn ich mich da wegdrehe. Ah, grenzwertig. Aber er hat ja auch alle direkt in mich reingefahren. Okay, ich bin da ein bisschen rumrangiert und so, aber. Oh. Wo ist das Leben? Man macht Fehler. Das nächste Rennen ist dann in England. Da geht es dann direkt weiter mit dem Fail wahrscheinlich. Oh, ich habe vergessen, Kehrs einzusetzen. So, da lässt sich jetzt noch überhaupt nicht mehr schön fahren. Oh! Ei, ei. Gut, ich denke, das einzig Wahre, was jetzt noch hilft, ist die Session aufzugeben und das auch noch abzustellen. 22. Oh, guck mal, da ist noch zurückgefallen. Ah, der hat aber auch noch irgendwie Probleme gehabt. Ich bin sogar noch vor dem wahrscheinlich gelandet, wenn selbst Ricciardo 16 da ist. Obwohl, wir werden dann mal die Box. Naja. Mittelmäßiges Rennen möchte ich sagen wollen. Jetzt sind wir auf Platz 12 in der Fahrer, wir haben zurückgefallen. Rosberg hat gut Punkte gemacht, Massa auch. Dann sauber haben wir trotzdem noch hinter uns. Ein nicht zufriedenstellendes Rennen hier in Valencia. Aber gut, von Anfang an war klar, dass ich Naja. Man kann ja nicht immer gewinnen, man kann nicht immer gewinnen. Naja, ich sag erstmal tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Rennen in England wieder. Bis dahin sage ich ciao.